Hallöchen Leute und herzlich willkommen hier zu einem neuen Projekt bzw. einem neuen Video auf meinem Kanal. Wenn man genau zuhört, wenn man seine Lauscher aufsperrt, dann erkennt man vielleicht sogar schon den Soundtrack, der im Hintergrund läuft. Es handelt sich hierbei um Super Mario Maker 2. Herzlich willkommen zum allerersten YouTube-Video auf meinem Kanal zu Super Mario Maker 2. Das Spiel habe ich netterweise geschenkt bekommen von Marcel bzw. vom CryptoGladi oder ich denke mal die meisten von euch kennen ihn noch unter dem Namen Marschärf. Er hat mir dieses Spiel geschenkt, was ich ultra geil finde. Vielen herzlichen Dank nochmal dafür auf jeden Fall, Bruder. Ich weiß gar nicht, was ich machen muss das nächste Mal, wenn wir uns treffen, damit ich dir das wiedergeben kann, wie viel du mir schon geschenkt hast, Mann. Du bist einfach so ein Ehrenmann. Leck mich am Arsch. Auf jeden Fall hat er mir dieses Spiel hier geschenkt und jetzt habe ich auch die Möglichkeit und ich habe auch Bock darauf, YouTube-Content zu produzieren über dieses Videospiel. Und hier kommen wir zu einem ganz, ganz wichtigen Thema. Damit ich dieses Spiel richtig auf YouTube produzieren kann und weil ich Bock habe, euch damit einzubinden, zumal ich ja auch bei der Kanalumfrage ja mal vor, ich glaube, 2, 3 Wochen oder was es da war, ich gefragt hatte, findet ihr, ich interagiere viel mit den Zuschauern, da gab es halt eine ganz große Bandbreite von Leuten, die gesagt haben, ja, sehr viel und nein, eher nicht so viel. Und da ich halt eben versuchen möchte, das eher auf ja, viel zu schränken oder beschränken, ja, die Auswahlmöglichkeit, möchte ich mich darum kümmern, dass ich euch mehr einbaue in meinen Videos. Und jetzt ist es ganz wichtig zuzuhören, falls du Super Mario Maker 2 nämlich besitzt, kannst du mir helfen bei meinem Projekt. Und ich mache jetzt das, was jeder Content Creator mit Super Mario Maker 2 schon mal gemacht hat. Zumindest gehe ich davon aus, dass jeder, der Mario Maker 2 spielt, auf seinem YouTube-Kanal das schon gemacht hat. Es ist nichts Neues, was ich hier vorhabe. Ich möchte nämlich eure Super Mario Maker 2 Level spielen. Und wie du mir dein Mario Maker 2 Level zukommen lassen kannst, hör genau zu, ich erkläre es jetzt. In der Videobeschreibung unter diesem Video findest du einen Google Docs Link. Dort bitte nur einen einzigen Level Code reinschicken. Ein einziges Level, wirklich nur ein einziges Level. Ich weiß, da draußen gibt es Leute von euch, die haben 20 ultra geile kreative Level und so weiter und die würden mir am liebsten wahrscheinlich alles zuschicken. Ja, kann ich auch verstehen, kann ich komplett nachvollziehen. Würde ich wahrscheinlich anders machen, wenn ich so viele geile Level hätte. Ich möchte aber von euch nur jeweils ein einziges Level bekommen pro Video. Bedeutet also, ich habe jetzt heute das Video, wo ich euch sage, hey, klickt auf die Google Docs, ballert mir dort bitte den Code eures Levels halt eben rein und dann, wenn ich das nächste Video mache, wo ich dann ein paar Level halt eben spielen werde, dort werde ich einen neuen Link reinsetzen, wo ihr mir wieder Codes reinschicken könnt und dann halt eben, wie gesagt, wieder nur eins. Wenn ihr mir mehr schickt als eins, werde ich mir eins aussuchen von euch. Ich kann ja sehen, wer mir das schickt, ich kann ja sehen, weißt du, dann, also ich weiß gar nicht, der Name steht da gar nicht von euch und die E-Mail-Adresse oder so, sondern irgendwie nur so Nutzer 1, Nutzer 2 oder so. Wenn ich dann sehe, dass irgendein Nutzer mehrere Codes mir zugeschickt hat, ja, dann werde ich mir eins aussuchen, was ich spielen werde. Das heißt, du hast ja nicht viel davon. Das heißt, bitte nur einen Code zuschicken und dann bitte warten, bis das nächste Super Mario Maker 2 Video kommt und dort kannst du mir dann das nächste Code, den nächsten Code, das nächste Code, meine Güte, Marcel, was ist mit deinem Deutsch heute falsch, den nächsten Code dann zuschicken. Des Weiteren habe ich hier auch ein eigenes Level erstellt, das heißt Spiky Business, mir ist nichts Besseres eingefallen, das ist halt so ein Bowser's Castle Theme Level, das ist ein Level, das habe ich erstellt gestern erst, man sieht es ja auch hier, 17.10. um 6.04 Uhr morgens, da war ich halt noch wach über die ganze Nacht, da habe ich dazu entschieden, einfach mal ein Level zu erstellen, weil ich will dieses Spiel natürlich komplett erstmal auserkunden, ja, ich habe alles mal getestet. Ich habe den Herausforderungs-, nee, diesen, wie heißt das nochmal, diesen Abenteuermodus habe ich gespielt. Ich habe Level aus aller Welt gespielt, als ich zum Beispiel das Spiel gestreamt hatte. Und ich habe auch ein eigenes Level erstellt. Es ist nichts Besonderes, es ist wirklich nur ganz kurz. Es ist ein bisschen schwer, finde ich. Es ist ein bisschen schwer. Man sieht es auch an den Versuchen und an den Leuten, die es geschafft haben. Es ist ein bisschen knifflig, kommt ihr aber sehr schnell hinter. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr das Level spielen könnt. Ihr seht ja die Level-ID dort. Spielt das Spiel. Keine Ahnung, sagt mir, wie ihr das Level findet oder so. Wie gesagt, das allererste Level, ich habe da nicht viel reingesteckt. Es ist kurz und knackig, wie es da auch steht und so. Ist nichts Besonderes, aber würde mich sehr freuen, wenn ihr auch mein Level spielen könntet. Wäre auf jeden Fall extrem geil. Und das soll es eigentlich auch mit dem heutigen Video gewesen sein. Ein wirklich extrem kurzes Video, aber mal wieder ein Informationsvideo, wie gefühlt jedes Wochenende jetzt bisher. Ihr wisst jetzt Bescheid, es gibt ein neues Super Mario Maker 2 Projekt auf meinem Kanal. Freue mich schon sehr drauf, da werde ich eure Level, wie gesagt, halt eben spielen. In der Videobeschreibung, ich fasse nochmal kurz zusammen, gibt es einen Google Docs Link. Ballert mir dort bitte euer Levelcode rein. Ein Levelcode, jeweils nur ein einziges, wirklich nur ein einziges, ich betone es so häufig ich kann, nur ein Levelcode bitte hinschicken. Warten, bis das nächste Mario Maker 2 Video kommt und dann könnt ihr mir direkt ein neues halt eben zuschicken. Und dann, ja, werde ich einfach im nächsten Video jetzt mal schauen, welche Level ich von euch spielen darf. Also, es freut mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Mein Gott, mein Deutsch ist heute wirklich mal wieder von, wirklich, aus den Träumen, aus dem Jenseits oder so. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, würde mich einen Daumen hoch freuen und supporten. Ich hoffe, ihr habt Bock auf das Projekt. Ich auf jeden Fall. Mal gucken, wann es kommt. Ihr werdet es ja immer sehen im Uploadplan. Und dann würde ich sagen, ja, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, ich wünsche euch noch was. Tschüss, Koski und bye bye. Bis zum nächsten Mal.